Seid gegrüßt. Weiter geht's mit Lies of P. Leute, ich habe mir mal einen Überblick über das P-Organ verschafft und ich hatte mir überlegt, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was wir uns so bisher ausgesucht haben. Also ich war zu 90% damit zufrieden. Ich habe nicht viel geändert. Also ich habe umgeskillt, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe aber jetzt nicht gewaltig viel umgeskillt. Ich habe tatsächlich das Allermeiste so belassen, wie es vorher auch war, weil wir, ja, gewohnte Qualität, die wir ja eindeutig an den Tag gelegt haben in diesem Let's Play, muss man mal klipp und klar so sagen, nicht unbedingt ändern sollte, gewohnte Qualität. Ich habe hier in Nuancen ein bisschen was verändert. Ich habe auch beim Skillen einen Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel einen dieser Perks, diese Einsatzperks, dieses Überwältigdauer erhöhen zum Beispiel, ne? Das hat ja auch verschiedene Stufen. Und ich habe jetzt bei einem versehentlich eine Stufe 1 Verbesserung eingesetzt, wo es eigentlich besser gewesen wäre, eine Stufe 2 Verbesserung einzusetzen. Ich meine, das war irgendwo hier. Hier, der Legionsmagazin Effekt aufwerten 1. Ich habe zu spät gesehen, dass wir hier auf 2 gehen könnten. Aber ich habe jetzt alle Goldmünzen, also ich habe das komplette Quarz schon verwendet. Man müsste jetzt nochmal 6 Goldmünzen investieren und ich habe ja nicht die Muße gehabt, es einfach nochmal neu zu skillen. Das Problem ist ja, dass der das alles leer haut, ne? Alle Perks werden leer gemacht, alle Quarze werden zurückgesetzt und es wird alles weggemacht. Ich habe Fotos gemacht von den Skillungen, damit ich mir es merken konnte, weil ich wollte, wie gesagt, fast alles so lassen, wie es war. Mir war aber eine Sache wichtig. Ich wollte den 5. Fabelslot haben. Wir müssten jetzt 5 haben. Genau da oben seht ihr es. Ich habe das Legionsarm-Perk wieder rausgemacht. Und ich habe auch auf die Puppenschnur zurückgewechselt. Weil gewohnte Qualität. Der Aegis war ganz nett und falls wir auf einen Gegner stoßen sollten, bei dem dieser Aegis eventuell das Zünglein an der Waage sein könnte, wechseln wir wieder drauf. Aber ich fand es auf den ersten Blick reizvoll, 2 Legionsarme im Kampf wechseln zu können, aber die Puppenschnur ist overpowered, auch wenn sie nicht immer funktioniert. Ich mag die Puppenschnur. Und deswegen bleibt es bei der Puppenschnur. Außer, wie gesagt, es wird noch mal was anderes vonnöten sein. You're here. Dann habe ich noch mein Loadout ein bisschen verändert. Ich will jetzt in Zukunft hier das Amulett der blauen Wächterschaft tragen. Das erhöht Max Leben, Max Ausdauer und Max Legion. Kombiniert mit dem Amulett, dass wir mehr Schaden aushalten. Dadurch werden wir zu einem richtigen Terminator. Und die Ausdauerregenerierung darf natürlich auch nicht fehlen. Ich werde jetzt hier nur in Ausnahmefällen auf einen speziellen Schadensboost für bestimmte Gegnertypen gehen. Ansonsten lasse ich den raus. Ja. Weil mir diese körperlichen Attribute hier augenscheinlich nützlicher erscheinen. Wir werden sehen, wie sich das in der Praxis bemerkbar macht. Ja, das ist so meine kleine Änderung, die ich off-cam durchgeführt habe. Ich will jetzt nochmal in den Malum District und ein paar Gegenstände kaufen. Bei dem Händler dort. Ein paar Wurfobjekte. Hat der Fabelkatalysatoren? Oder verkauft Polendina Fabelkatalysatoren? Wir haben nämlich fast keine mehr. Und wir sind zu einigem Ergo gekommen. In der letzten Folge haben wir den Türwächter besiegt. An der Abtei. Und vielleicht wäre es klug, ein bisschen den Vorrat an Katalysatoren aufzuwerten. Die 4, die wir hier im Gepäck haben, das ist alles, was wir noch haben. Und ja, wir müssen zurück. So ist der Plan. Ich werde mich jetzt nicht dumm und dämlich kaufen an den Katalysatoren. Die werden ja auch gedroppt. Man könnte die theoretisch farmen, ne? Wenn man da Lust zu hat. Was ich auf keinen Fall on-cam machen werde. Das ist komplette Zeitverschwendung. Deswegen habe ich auch die Skillung komplett off-cam durchgeführt. Das muss ich euch ja nicht zumuten. Hallo. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.
Und ich habe auch den Dreizack wieder am Start. Der hat natürlich keine Katalysatoren. Das ist sehr bedauerlich. Dann kaufen wir mal 5 von den Termiten. Termiten, sehr gut. Ja, das reicht eigentlich schon, oder? Das meiste benutzen wir gar nicht. Die Termitbomben sind in der Tat super gut. Super, super gut. Wo gab es Katalysatoren? Bei Polendina, glaube ich. Gucken wir nach. Wir gehen gleich weiter in der Abtei, keine Sorge. Ich will das alles hier nur noch schnell erledigt haben. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich ahne Schlimmes, ehrlich gesagt. Der Türwächter war noch nicht das Schlimmste, was uns da bevorsteht. Natürlich nicht. Es gibt noch einen Endboss. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Du hast doch Katalysatoren, gib's zu. Nein, hat er nicht. Doch. Hier. Ei, dann kaufen wir mal 5. So. Und dann könnten wir auch noch ein Level-Up machen. Da fehlt uns nur etwas Ergo. 3500. Rund. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Level-Ups können wir jetzt wieder am Stargazer machen, ja. Was machen wir? Bisschen Vitalität? 3 mehr Damage auf dem Dreizack. Ja, machen wir. Ist okay. So, Freunde. Die Zeit ist gekommen. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, über dem P-Organ Neuskillen natürlich noch zu mehr Pulszellen zu kommen. Ich finde aber 8 Stück schon sehr viel. Wir hätten es bis auf 10 geschafft. Gibt es da eine Trophy für? Wenn man alle Pulszellen hat? Keine Ahnung. Ich finde 8 sind mehr als ausreichend. Im Moment. Mal gucken, was noch kommt. Wie gesagt, ich ahne Schlimmes. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Na super. Hallo. Lalala. Schieß doch. Haha, du triffst mich nicht. Hier ist Wasser. Hier sollten wir nicht runter. Fabelkatalysator. Auch geil. Aua. Scheiß Vieh. Der Speer ist gut hier. Der Speer. Der Dreizack. Wir stecken auch mehr Schaden ein jetzt, ne? Nachdem wir dieses Maueramulett drin haben. Kanone könnte ruhig mal auf den schießen hier, oder? Komm. Runter. Sehr schön. Hey, wo ist mein Ergo? Dankeschön. Das hat doch super funktioniert. Das Projektil folgt mir auch ein kleines bisschen, ne? Hab ich gerade gemerkt. Aber eigentlich ist diese Verteidigungswaffe ist eigentlich unpraktisch positioniert, weil angreifende Feinde können sich hier in Deckung begeben und die Deckungen selbst sind überhaupt nicht bemannt für verteidigende Soldaten. Also irgendwie ist es Quatsch. Oh. Das Item haben wir vom... Oh nein. Oh, ich dachte, wir werden wegteleportiert oder so. Das Abzeichen haben wir bekommen vom Türwächter. Gut, dass wir jetzt schon das Item haben, was wir brauchen, um weiterzukommen. Okay.
hier ein Überweg hochgefahren, ja. Und hier ist noch ein Shortcut. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Spiel bald durchhaben, oder? Das Gefühl, so viele Bosse und so viele große Antagonisten haben wir nicht mehr übrig. Die schlimmsten stehen uns natürlich noch bevor. Genau dafür lieb ich die Schnur. Haha, wie geil. Tschüss. Ich sag's euch. Die Kanone ist für die Verteidiger mehr als unpraktisch. Ich frag mich, was die Programmierer sich auch dabei gedacht haben. Weil das hilft mir ja. Das hilft mir ja total. Das ist schon krass. Regenerieren ja auch automatisch Legion, ne? Und wir regenerieren auch durch Gegnerkills Legion. So schnell habe ich aber auch noch keinen Shortcut freigeschaltet. Guck mal. Mehr als praktisch. Wir gehen nicht zum Stargazer. Dann sind alle Gegner wieder da. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Wir kommen gut voran. Hallo. Absolut geisteskrank, der Speer. Der Dreizack. Kommen Sie und staunen Sie. One-Hit. Alter Schwede, ein One-Hit mit dem Speer. Dreizack. Ich kann es mir nicht merken. Es ist ein Dreizack und kein Speer. Alter, aber ein One-Hit habe ich auch noch nicht. Vor allem so im Endgame noch nicht mit dem Ding gelandet. Ist schon eine geile Waffe. Ich vermisse gerade das Katana leider so gar nicht. Ich mag das Katana, aber der Dreizack zeigt mir einfach, was der an Qualitäten mit sich bringt. Übrigens, was mir an den Viechern hier aufgefallen ist, die sind ja gepanzert, ne? Und wisst ihr, was ich glaube? Ich werde dann zu schwer, leider. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Ich wette, man kann denen den Panzer kaputt bohren. Indem man sowas hier macht. Ich glaube schon. Das ist dafür gedacht, Leute. Wollen wir es mal ausprobieren? Wir haben einen Shortcut freigeschaltet. Wenn wir jetzt sterben, sind wir ruckzuck wieder hier. Ich will das mal machen. Ich kann ja auch ruckzuck auf die Waffe wieder umswitchen. Ich will nur nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Hallo? Schon. Guck mal. Geht das nicht? Lass mal dein Popo weg.
Au! Ich weiß nicht. Es würde total Sinn machen, wenn der Bohrer das könnte. Ja, vielleicht, wenn er mehr. Wenn er mehr aufgewertet ist. Achso, wir haben ja die Waffe noch drin. Ach, deswegen war ich zu schwer, weil ich beide Waffen hatte. Ich glaube, das hatte jetzt keinen Unterschied gemacht mit dem Bohrer. Aber es wäre witzig, wenn diese Waffe als Gimmick quasi diesen Effekt hätte, wäre das schon ziemlich lustig. Was ist hier drin? Noch eine neue Waffe? Meistens sind es neue Waffen. Veteranenamulett. Was kann das? Wo ist das? Da oben. Erhöht Max Legion. Okay. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hallo. Eben einfach zerfetzt habe mit einem Fabelangriff. Boah, Leute. Unser Pinocchio ist so ein Terminator einfach. Das hat so eine richtige Machtfantasie ausgelöst gerade bei mir. Sag ich euch ganz ehrlich. Kann ich hier rein schon? Ich will erstmal hier hoch. Es geht nichts über den Dreizack. Puppenschnur, Dreizack. 5 Fabelslots, ich sag's immer wieder gern. Ich fühle mich gerade richtig mächtig. Mal gucken, wie lange das anhält. Beim nächsten Boss endet es wahrscheinlich schlagartig. Ein Stargazer. Okay. 2 Wege. Haupttür. Wahrscheinlich ist sie zu. Ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Hauptweg ist. So. What's happening now? Oh. 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 Kommst du auch runter? Bisschen spielen? Er ist wirklich ein bisschen runtergekommen, oder? Und was mache ich jetzt? Traurig gucken. Wir sind jetzt hier in der Region, die wir andernfalls vielleicht gar nicht betreten hätten. Es war vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir hier runtergefallen sind. Wenn die Gegner Iframes haben, Leute. Ja, vor allem, wenn sie so doof am Boden liegen. Was ist der Grund, dass sie am Boden Iframes haben? Das macht keinen Sinn. Wenn sie in Bewegung sind, dann verstehe ich das. Aber doch nicht, wenn sie unbeweglich sind. Achso, ich habe auch den Konverter hier an. Der richtig stark gegen Korrosion wirkt, ne? Den großen von Lada. Diese dicken hier, diese Spezialkonverter, die haben wir auch nie benutzt. Habe ich lange übersehen, dass wir die ganze Zeit mit einem schwächeren rumgelaufen sind. Und die Dinger sind nur ein bisschen schwerer. Das ist also Win-Win. Nix wie weg hier jetzt. Guck mal, wie lange wir jetzt auch dem Verfall widerstehen können. Das ist auch sehr, sehr gut.
weiß nicht, was der Boss, der nächste für ein Element am Start hat. Aber ja, generell schon mal auch aufgefallen, dass wir diese dicken Konverter benutzen können. Bündel alter Briefe. Lieber Valentinus Monar, beim letzten Gipfel haben wir ehrwürdigen Familien beschlossen, den Bauplan für das Zelator-Labor aktiv zu unterstützen. Es gibt immer noch einige Leute, die dagegen sind, aber es wird nicht allzu schwer sein, sie zu überzeugen. Die einzige mögliche Variable ist, dass sie keine Informationen zum Laborpreis geben wollen. Es ist gut, vorsichtig zu sein, aber wir sind diejenigen, welche die Mittel bereitstellen. Also wollen wir keinerlei Ungewissheit. Wir sollten nie einfach nur zusehen. Alte Familien hassen es am meisten, wenn man auf sie herabschaut. Ihr Alchemisten kennt und beherrscht so viele Dinge. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser als Teufelsgrube bekannte Ort so wertvoll ist. Doch sobald man eine Goldmine oder ein Geheimnis enthüllt hat, kann die Katze nicht mehr zurück in den Sack. Macht euch keine Sorgen wegen der Bauarbeiter. Wir kümmern uns darum, dass alles blitzblank wird. Vergiss nicht, wenn du zu Boden schaust oder versuchst, uns auszutricksen, verschwinden nicht nur die Arbeiter. Wenn du zu Boden schaust oder versuchst, uns auszutricksen. Komische Formulierung. Bis zu unserem nächsten Treffen. Ich freue mich auf unseren vorteilhaften Austausch im Namen der alten Häuser Wolfe. Dieser Monar, war das nicht der Besitzer von der Abtei, vom Waisenhaus? Ich meine schon. Ich wusste es, dass dieses Waisenhaus nicht immer der Sitz der Alchemisten war. Das hat sich irgendwann erst so ergeben, wahrscheinlich über diesen Deal zwischen den beiden Fraktionen. Und ein altes Haus hatte seine Finger hier mit im Spiel. Es sind immer die großen Einflussnehmer in solchen Geschichten. Hi. Nope. Ich mag deine Strahlung nicht. Bitte verpissen Sie sich. Was habe ich jetzt eingesammelt? Das war ein Reparaturwerkzeug. Haben wir auch noch nie benutzt, ne? Diese Schnellreparaturen sind vermutlich super nützlich. Ich brauche sie nie. Vollmond-Mondstein. Wir können den Speer auf 5 machen. Glaube ich. Oder? Ich meine schon, Leute. Wir brauchen 2, aber ich glaube, wir haben noch einen übrig gehabt. Hammer. Das machen wir, sobald wir können. Schwester Alchemistin Audrey. Oder Odreit? Ich weiß es nicht genau. Odreit. Obwohl sie nicht vollendet werden konnte, möge sie durch ihr edles Opfer mit uns sein. Ah, die war auch ein Experiment. Die Alchemisten sprechen ja immer von Vollendung, wenn es darum geht, Leute zu verwandeln. Sie sind immer der Meinung, dass die Menschheit, dass der Mensch an sich fehlerbehaftet ist und dass er optimiert werden kann und sollte. Und dieser Meinung bin ich nicht. Der Mensch ist wunderschön. Nicht von seinem Wesen. Von seiner Bauart, nenne ich es mal. Hey! Abstand bisschen. Ja. Ist gut. Wie viele seid ihr? Eins. Ich hätte schwören können, dass es mehr sind. Es ist generell sehr leicht, dieses Gebiet, ne? Bis jetzt. Kaum Herausforderung. Shortcut. Wir dürfen das Haupttor nicht vergessen. Das haben wir noch nicht ausprobiert, sagen wir es mal so. Wir wurden dann diese Kante runtergestoßen, bevor wir zurück konnten und es ausprobieren. Hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir runterstürzen.
Das war doch hier die Ecke. Ja, ja, wir sind... Hier vorne sind wir runtergestoßen worden. Orientierung 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen. Jetzt gucken wir trotzdem mal kurz nach dem Haupttor. Jetzt, wo wir schon mal wieder hier unten sind. Ich will jetzt wissen, ob der aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber das lässt mir dann keine Ruhe. Alles klar. Okay, let's go. Das war wichtig. Fürs Wohlbefinden. Stargazer berühren ist nicht nötig. Wir haben uns hier gerade so schön Luft verschafft. Das sollten wir nicht ungenutzt lassen. Genau, der hat uns runtergekickt. Hallo. Ekelsack. Ekelsack. Oh, jetzt wäre ich hier fast nochmal runtergefallen. Jetzt hüpfe ich hier mal runter. Hallo. Hallo. Das war's? Ja. Okay, let's go. Gehen wir nochmal durch die Suppe da unten. Das ist ja kein Aufwand. Na super. So, dann haben wir hier alles erkundet, würde ich sagen. Können wir weiter ins Innere der Abtei und den Machenschaften des Hauses Wolfe auf den Grund gehen. Komm gut voran heute. Gar nicht so viel gelabert, ne? Und auch gar nicht so viel Vorgeplänkel gemacht. Da hat man gleich ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen mehr Quality Time in so einer Folge. Und ich komme ja auch schnell voran. Das ist alles noch keine Herausforderung. Ich will es nicht jinxen, dass es gleich richtig böse wird, aber es ist absolut machbar gerade. Schlecht. Ja, komm. Ja, die Strahlung kickt richtig rein, weil wir keinen Konverter dagegen angelegt haben. Und diese Wolke hält ewig. Erneut zwei Wege. Ach ne. Das kennen wir schon. Darüber würde ich ganz gern. Wahrscheinlich von oben irgendwie drauf fallen, ne? Eine Leiter habe ich jetzt nicht gesehen, die dahin führt. Dann weiter nach vorn. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der Endboss als Thema Strahlung hat. Dann müssen wir uns was überlegen. Es kann sein, dass das ein komplizierter Kampf wird, dass wir zwischendurch Widerstandsampullen reinschmeißen müssen. Und dann ist es wieder so ein Rumgefrickel mit den Items. Das wird schwierig vielleicht. Camille. Sie ist wahrscheinlich die erste Puppe mit einem Ergo, die der Orden entdeckt hat. Mit einem Ego. Davor wurde Ergo nur als Preis für eine heilige Reise des Ordens angesehen. Es war ein Geschenk Gottes, aber sie wussten nicht, dass es die Wahrheit selbst war. Doch Gott schenkte uns Narren die Offenbarung, um uns zu erleuchten.
Es war ein Wunder Gottes, dass Camille zu einer Dienstmädchenpuppe gemacht wurde. Obwohl das Design noch in der Anfangsphase war, fing Camille ein Baby, das aus einem Kinderbett gefallen war, auf und rettete es. Eine solche Funktion war im Entwurf nirgends zu finden. Ihr Aussehen und ihre Identität zu Lebzeiten waren ähnlich. Daher war es wahrscheinlich einfacher für sie, ein Ego zu manifestieren. Nachdem er Camille eilig zu einer Untersuchung abgeholt hatte, fand der Orden heraus, dass sie Sprache versteht und erhielt eine Nachricht. Schickt mich zurück zu meinem Kind. Durch das Verhör und das Auseinandernehmen von Camille hatte der Orden einer neuen Möglichkeit Tür und Tor geöffnet. Später tauchten Kontrollmittel wie der große Bund auf. Doch im Vergleich zu dieser Entdeckung war das ein kleines Problem. Ergo ist kein einfacher Machtstein. Es umarmt das Leben. Durch Ergo können wir die Tür zum ewigen Leben öffnen. Mache auf, entwickle dich. Unsterblichkeit. Na klar. Es ist immer die Unsterblichkeit. Immer ist es Unsterblichkeit oder Reichtum oder Macht. Diese drei Dinge. Oftmals mehrere davon zusammen. Hallo, mein Hübscher. Überraschung. Hey, warum ging das nicht? Warum ging der Schnurangriff nicht? Durch diese Tür wahrscheinlich, ne? Die Tür hat es wahrscheinlich verhindert. Kann sein. Kiste. Mir gefällt mein Licht heute irgendwie besonders gut. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe gar nichts geändert. Klinge eines großen, säurehaltigen Krummschwerts. Okay, here we go. Was geht? Das Ding ist eine Fortschrittswaffe. Geil. Geil. Fortschritt haben wir noch nie probiert. Aber es sieht mega krass aus. Ist auch so eine richtige Pi-Waffe. Gefällt mir. Double Swing, Classic. Muss sein für so eine Waffe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in einem New Game Plus auf Fortschritt spiele. Das Ding hat einen Säurehieb, springe und führe einen Aufwärtshieb und während der Landung einen Abwärtshieb aus. Geil. Also so flupp, flupp. Nach dem Angriff ist deine Waffe vorübergehend mit Säure getränkt. Blocke vorübergehend perfekt den Angriff des Feindes. Das ist eine absolute Verteidigung. Auch das ist nicht unnütz. Man kann in einer mehrere Sekunden dauernden perfekten Blockhaltung einen Angriff abwarten. Das ist eine coole Waffe. Ob sie an eine Bosswaffe ranreicht, weiß ich nicht. Die Bosswaffen haben alle ihre Eigenheiten und sind weniger auf so ein Element spezialisiert. Nein! Ich gebe euch einen Tipp, Leute. Spielt niemals Elden Ring und gleichzeitig Lies of P. Das funktioniert nicht, wie ihr gerade gemerkt habt. Oh, nee. Sau viel Ergo verloren. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich habe das Problem auch schon mal geschildert, ne? Man hat halt bei Elden Ring die Bestätigungstaste im Dreieck. Und hier ist es der Fabelkram. Oh, nochmal da komplett durchkämpfen jetzt, Leute. Das sind Schmerzen. Aber ich bin auch ein bisschen selbst dran schuld. Was spiele ich auch Elden Ring, während ich Lies of P spiele? Ne? Das muss doch nicht sein, Leute. Oh. Mir tut es jetzt um das Ergo überhaupt nicht leid. Ich bin Stufe 82. Ich bin sowieso der Meinung, das ist ein bisschen overpowered für das Spiel. Mir tut
uns um die Spielzeit ein bisschen leid, weil wir hätten jetzt mehr Progress haben können. Das tut mir vor allem für die Zuschauer ein bisschen leid, aber ich glaube, wir sind nicht weit weg, ne? Das sollte alles okay machbar sein. Ja, einfach die Feinde manchmal nicht anvisiert. Selbst wenn sie längst mitten im Sichtfeld stehen, er visiert sie nicht an. Das ist manchmal so ein Quatsch. Hat er so einen Angriff nicht gemacht? Ist mein Controller-Akku leer? Ich glaube eigentlich nicht. So, wir sind wieder da. Gleich. Dieser blöde Dreieckknopf. Oh nein, ey. Unangenehm. Wirklich sehr unangenehm. Hey, du. Ja, der Torbogen ist mein bester Freund gerade hier. Ja klar, Iframes, immer. Ich will auch Iframes haben. Gib mir. So. Spratzel. Spritzel, Spratzel, wo ist mein Ergo? Da drüben. Aber dann müssen wir den Weg nochmal latschen. Vor allem, wie panisch ich war. Nein! Vollmondstein, okay, alles klar. Ja, wir könnten eigentlich... Ich hol mir Stufe 5. Stufe 5 vom Dreizack und dann gehen wir hier durch wie ein heißes Messer durch Butter. Wie eine heiße Butter durchs Messer gehen wir dann hier durch. Wenn schon Verzögerung, dann richtig, oder? Eugenie! Ich hab was für dich. You're here. Wir hatten erst einen, jetzt haben wir zwei. Stufe 5, here we go. Bam. Alles Color. Bis Baldrian. Zum Bleistift. Nee, komm, hör auf. Bitte, lass es bleiben. Okay. Zurück in die Abbey. In die Ark Abbey. Das ist das englische Wort für die Abtei. Für alle, die es nicht wussten. Und ja. Hier schlachten wir uns jetzt durch. Mit großem Vergnügen. Zeitpunkt unbekannt. Stimmt, wir sind immer noch in so einer Zeitblase hier unterwegs. Das hat uns Sophia erklärt. Ich bin so froh, dass wir diesen Shotgun haben. Die Typen mal mit dem R2 ein One-Hit wären, dann wäre ich sehr dankbar. Nein. Nein, nein, nein. Geduld. So, zum dritten Mal sind wir hier unterwegs. Wir haben insgesamt vielleicht 5 Minuten verloren. Mehr nicht. Das ist natürlich in der Folge, die nur eine Stunde geht, auch nicht wenig, aber ich finde, ich habe es ganz gut im Griff gehabt jetzt. Hallo, mein Schatz. Tschüss, mein Freund.
Schon wieder ein Level up. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wenn wir es verlieren, dann ist das so. Ja klar. Immer gern. Oh, was geht denn hier ab? Das ist ja cool. Auf jeden Fall nett, dass du immer ankündigst, bevor du rauskommst. Das war immer noch kein One-Hit, ne? Geht's rein. Aber unten gab es noch einen alternativen Weg. Ja, ja. Ja, wir könnten theoretisch auch darüber rennen zu der Kanone. Wollen wir das machen? Oder kommen wir hier weiter? Aha. Wo ist das denn? Hier direkt bei mir oder die Ecke? Hm. Ah ne, stimmt. Jetzt ist die Brücke überhaupt erst offen. Alles klar. Ich finde, dieser Level ist nicht so schlimm, wie er sein könnte. Diese Fallen könnten viel fieser programmiert sein. Ich hätte es auch irgendwie spannender gefunden, wenn der Torwächter einem nicht gleich den Universalschlüssel in die Hand drückt für alle Türen, sondern dass man vielleicht erstmal für jede Tür einen Miniboss hätte besiegen müssen. Ich gehe direkt durch zu dem Schützen. Halt dich doch. Stirb. Bam. Ja, wie gesagt, das wäre alles ein bisschen herausfordernder. Beschwert er sich jetzt, dass das Level zu leicht ist? Nein. Ich sag nur, für mich als Souls-Spiel-Fan aus Leidenschaft. Fände ich es ganz cool, wenn es ein bisschen anspruchsvoller wäre hier. Nimm's doch! Ein Laderrahmen. Ein Laderrahmen. Wir haben den Arc-Rahmen. Der Lader ist besser und schwerer. Passt. Guck mal. Experimentelles Produkt von Lada. Haben wir die stärkste Rüstung vielleicht schon an, huh? Was soll uns jetzt noch aufhalten? Simon Manus? Halte ich für ein Gerücht, dass der uns aufhalten kann. Du hast deine Deckung vernachlässigt. Musik endet abrupt. Warum? Ausgewogenheitskurbel. Man könnte nochmal umskillen, die Waffen. Verstehe. Bevor ich hier hochgehe. Hier unten war doch noch eine kleine weitere Ecke, die wir nicht erkundet haben, oder? Den Shortcut hier zum Beispiel. Ja, ja, hier runter. Ja, ja. Den Shortcut müssen wir holen, sonst kommen wir hier nicht wieder zurück. Cool. Stargazer. Können uns jetzt ein Level abholen. Wenn das Spiel uns das schon anbietet, sollten wir das auch machen.
Und ein Item. Ein Item für mich. Jetzt habe ich schon wieder Dreieck gedrückt. Ey, Leute. Macht das nicht. Spielt nicht Elden Ring während dem Spiel hier. Das ist schlecht. Ich kann euch nur immer wieder warnen. Tut es nicht. Was ich nicht verstehe an dem Spiel, ist dieser Fall Damage von Pi. Der ist eine Maschine. Warum kriegt er so einen heftigen Fall Damage? Na gut, er ist nicht wirklich eine Maschine, ne? Er war mal ein Mensch, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. 10 Minuten mindestens. Die sollten wir nutzen. Was ist am Ende des Ganges? Was ist der Endboss dieser Abtei? Werden wir ihn besiegen? First try? Ich bin froh, dass ich mich jetzt für den Dreizack nochmal entschieden habe und den auf 5 gebracht habe. Ist die beste Waffe im Spiel. Ja, meiner Meinung nach. Hallo? Ich suche das Klo. Die Ruhe vor dem Sturm? Ja, das meine ich. Diese Fallen kündigen sich an. Die sind überhaupt keine Gefahr. Freilich. Wir springen runter, um wieder hochzulaufen. Ich habe was gehört. Abwärts. Ah ja, da drüben ist noch einer. Da unten pennt auch noch einer. Da unten ist eine Kiste. Ich hole mir die erst. Ja. Ach genau. Und Fall Damage. Ohne Ende gekriegt. Boah. Nee, das bringt's nicht. So einen kennen wir doch schon. Ist auch damals schon keine Schnitte gegen mich gemacht. Sorry, mein Freund. Nur Durchschnitt. Mir nicht gewachsen. Eine Dreifaltigkeit? Ach, ich habe ja noch einen. Ich habe eine Trophy bekommen. Rätselschluss. Das ist der Rätselkönig, Leute. Hier ist Schluss. Der hat die Räume gemacht. Na, du siehst nicht gut aus. Oh my, an actual, factual guest. I bid you welcome, puppet of Geppetto. This is our first face-to-face meeting, isn't it? Der freut sich. I hope you weren't too attached to the rhyming. It gets to be a chore without the transmitter to help. Welcome to my Sanctum of Riddles.
I admit I did not really expect you to make this journey in person. Yeah. Oh, the havoc you must have wreaked along the way. Was there much blood other than what's all over you? I know all about those alchemist cowards. Hmm. Hiding away on their island, growing more monstrous by the day, refusing to acknowledge either fact that they are hiding or that they are monsters. And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art as only you can? You must answer. The question is simple, but I repeat, you must answer. Das letzte Rätsel. And that answer will show what or who you are. Okay. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech. Or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet or a human being? Which one are you? Ich bin Mensch. Finally, you understand. Yes. We are human. We may be trapped by ergo, but we live, we think, we love, we hate. Yeah. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long, long ago. That is why I've been exacting my revenge against them all ever since. Blood and revenge, revenge and blood. It's the only thing that truly drives me. Der ist so schön crazy, der Typ. It was so much fun. Und voller Rachegefühle. Even if you're lying right now, even if you don't believe your own answer, the truth is clear. Proof is evident. Only humans practice deception so intensely for reasons that are so eine sagenhaft gute Synchronrolle. Well, these moments of clarity are enjoyable. Ja. Now the rhyming, it helps me maintain focus. At least it helps me hide the urge to kill that I feel every waking moment. Das Schauspiel hat ein Ende. No play can go on forever. No. It was fun while it lasted, son of Geppetto. The king of riddles shall now retire. Okay. Alchemistenumhang und ein Quarz. Übrigens, ich habe durch die Neuskillung auch noch einen Quarz übrig gehabt. Jetzt haben wir zwei. The play is over. You don't have to go home or straight to hell. Though that would be my choice. But you can't stay here. Not if you want to live. Der sprengt sich, Leute. Der sprengt sich in die Luft. Wie er angerufen hat, würde ich gerne wissen, in der Tat. Aren't you curious, huh? Don't you want to know? Oh. Of course you do. Time is all I have left. But your time is limited, Geppetto boy. I will gladly waste every moment you have if you like. This tower is absorbing all the ergo and crot. It was built in this precise location because... But it's not even about me. Who are you, either? This is about the goddess in the tower. Now her powers are impossible. Her knowledge is endless. Göttin im Turm, Sophia. Well, and you see, she has so much power. It's not like she'll miss just a little. So, I have simply been sharing. Why bother? Well,
Is there any more human motivation in all the world? What if I made a puppet of a human? The way they made humans of puppets. Aber er könnte sowas doch gar nicht machen. Possibly be more fun. Er hat doch gar nicht die Möglichkeiten dazu. Leute, die Folge ist leider zu Ende und ich weiß nicht, wie ausschweifend der Kerl hier noch mit uns quatscht. Aus diesem Grund quatschen wir nächste Folge weiter mit ihm. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl.